Lia, heute mal ein Video wieder zu GIMP, diesmal von Utopic Unicorn. Ja, wir haben jetzt die neue Ubuntu-Version 14.10 und einige hatten bemerkt, dass ich mir dieses Standardbildchen, das bei Utopic dabei ist, dann könnt ihr mit Rechtsklick Hintergrund der Arbeitsfläche ändern, in dieses Bildchen ändern, dass ich mir das Bild umgefummelt hatte. Und zwar beibuckeln, mal gucken, ob ich das noch finde. Das habe ich hier hinten auf meinem zweiten Monitor da. Ne? Das hatte ich mir so ein bisschen anders gebastelt und wollen wir jetzt mal als Demo nehmen für unser Video. Gut, wie sieht das aus? So soll das Endergebnis mal so ungefähr aussehen. Ich werde es jetzt wahrscheinlich in der Kürze des Videos nicht ganz so ordentlich hinkriegen, wie ich es hier gemacht habe, aber so soll es aussehen. Und wem das gefällt, der kann es mal nachmachen. Ich ändere das mal wieder kurz rum in das Standardbildchen, damit es nicht irritiert. So, das als Hintergrund. Der Hintergrund zum Hintergrund. So, jetzt wollen wir GIMP mal starten. Ne? Jetzt wollen wir, ja, jetzt brauchen wir das Pferd. Ne? Wie kommen wir da ran? Gut, ich könnte mir einen Screenshot machen, aber sauber ist es, das Bild zu suchen. Das Bild zu suchen. Das liegt nämlich in User Share Backgrounds so rum, zumindest wenn man Ubuntu 14.10 als Betriebssystem hat. User Share Backgrounds, Utopic Unicorn bei Bedis L. Arche. Vielen Dank für dieses schöne Bildchen. Gut, das brauchen wir und dann habe ich ja das Ubuntu-Logo, das normalerweise hier oben im Unity-Starter drin ist, ja, im Launcher. Das habe ich dann auch noch aufgetrieben. Ne? Also dieses Symbol, das so ein bisschen aussieht wie eine Windmühle. Gut, jetzt haben wir jetzt also diese beiden Bildchen drin hier, ne? In unserem Bilderordner, ganz normal als normaler User. Und jetzt können wir die auch ändern. Ändern. Gut, wir brauchen ein neues Bild. Wir machen das Bild mit GIMP. So, jetzt kann ich das zumachen. GIMP starten. So, GIMP 2.8 benutze ich hier für dieses Video. So, GIMP gestartet. Jetzt wollen wir mal das Pferdchen herausarbeiten. Was ist daran schwierig? Frage, was ist daran schwierig an dem Pferdchen? Gut, das Pferd hier, ne? Da hat sich der Herr Benis, wie auch immer wie er heißt, ein bisschen Mühe gemacht und hat viele Farbverläufe drin. Normalerweise kann man einfarbige Bereiche oder Farben mit ähnlichen Farben sehr gut fangen mit dem sogenannten Zauberstab. Ne? Zauberstab, der ist da oben in der Ecke, der sogenannte Zauberstab, das ist das Ding, was da so ein bisschen glüht. Ne? Zauberstab glüht, funktioniert aber in meinen Tests hier nicht, weil es hier verschiedene Bereiche gibt, die haben so viele Farben, da findet der Zauberstab nichts. Ne? Der ist so ungenau. Es gibt hier also einen sogenannten Schwellenwert, den kann man zwar einstellen, aber findet nicht das korrekte Pferd, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ne? Schwellenwert. Gut, ich kann mit dem Schwellenwert rumspielen, um das Pferd vielleicht doch irgendwie zu fangen, aber es gelingt mir hier nicht vollständig. Mache ich anders. Ne? Bearbeiten, Rückgängig-Zauberstab. Normalerweise ist der Zauberstab ganz gut. Machen wir mal Auswahl. Nichts, aber in dem Fall machen wir das mal anders. Ne? Wie gesagt, viele Farbverläufe bringen viele Probleme, wenn man sowas rausarbeiten will. Wir machen sowas Ähnliches wie die Polizei sonst macht. Wir machen Forensik mit Farben und wir werden zunächst erstmal einfärben, um das Ding so ein bisschen leichter sichtbar zu machen. Ich will nur das Pferd, ne? Und das will ich rausarbeiten. Schauen wir mal. Also da haben wir schon mal ein bisschen was von den Farbtönen eliminiert und jetzt kommt die Forensik Farben. Kurven, wir verbiegen die sogenannten Farbkurven. Ihr seht, was dann passiert. Ne? Da kann man die Farben schön rausarbeiten. Sehr schön. Ja, man kann etwas sichtbar machen, was schlecht sichtbar ist aus einem Bild. So, und jetzt habe ich eigentlich das, was ich wollte. Ne? Ich habe jetzt einen Bereich, den ich besser fangen kann. Nun, bei diesem Pferd ist es besonders schwierig, weil das hat hier in der Mitte noch so zwischen den Füßen was. Ne? Wenn ich jetzt das jetzt mit dem Zauberstab mache, auch wieder blöd, weil der Zauberstab so, ne? Könnte ich zwar fangen, ist aber so ein bisschen schwierig. Und Shift-Klick. Jetzt habe ich beides gefangen. Gut, ausnahmsweise geht es jetzt. Ne? Ja, falls nicht.
Hier oben gibt es noch so kriselige Bereiche, ne? Das gefällt mir alles noch nicht. Der fängt es noch nicht so richtig an. Der fängt sich gleich an. Da haben wir nochmal Auswahl nichts. Ne? Also mit dem Pferd hatte ich schon meinen Spaß. Nehme ich doch mal für Pferde, was nehmen wir da? Lassoband. Ne? Die freie Auswahl, die aussieht wie so ein Lasso. Und dann machen wir Folgendes. Ne? Jetzt das Pferd, das werden wir schon zähmen, dachte ich mir. Ne? Steuern da um den Fuß rum, so ein bisschen aufpassen. Da war noch nicht so hundertprozentig. Ne? Da muss ich jetzt so rum, dass ich nur, ja genau, werde gleich sehen, was ich meine. Ne? Also da habe ich schon so ein bisschen Farbforensik betrieben, um an das Pferd zu kommen. Und nur an das Pferd. Ne? Es geht ums Pferd. Jetzt sagt ihr, erzähl mir nichts vom Pferd. Gut, ich nehme mit der Pipette mal die Farben. Warum, seht ihr gleich. Ich nehme die Auswahl und invertiere die, drücke entfernen, dann ist der Rest auch schon mal grün. Ne? Gut, hier mittendrin gibt es immer noch Bereiche, die sind so komisch grün und nicht ganz grün und hellgrün. Könnte ich gegebenenfalls füllen. Gut, schauen wir mal, wie wir da jetzt dran kommen. Machen wir Auswahl, nix. So, kann denn unser Fangmischding dann vielleicht wieder besser fangen? Ich mache es anders. Ich fülle jetzt die Bereiche, die so ein bisschen ähnlich grün sind, sodass sie genauso grün sind und dann ist es gut. Na, gut, also Pferd hätten wir schon mal. Sehr schön, jetzt deinen rechteckigen Rahmen aufziehen. So, Bild auf Auswahl zuschneiden und wir sagen dann noch Farben, Farbe zu Transparenz und jetzt nehme ich die Farbe, die ich da schon hatte, das ist ein Grünton, ich könnte mir den klauen hier, ne? Den kann ich mir mal abkupfern, was ich da genommen habe, also ein Grün, das gleiche Grün. So, Farben, Farbe zur Transparenz. Transparenz brauchen wir, damit wir hinterher mal da durchgucken können. Das brauche ich hinterher für den Rest vom Bild und füge mir da das ein. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass das FFF, was vorher da war, nicht drin ist. Okay, grün zur Transparenz und dann haben wir ein Pferd. Und das ist transparent. Sehr schön. Ne? Also nur das Pferd. Ne? Jetzt erzähle ich was vom Pferd. Was wir noch sehen, das Pferd hat zackige Haare. Ist mir ein bisschen zu zackig. Ne? Zackiges Pferd ist ja an sich nichts Schlimmes. Aber wir machen mal ein bisschen Weichzeichnen mit dem Gauschen Weichzeichner. So, Gauscher Weichzeichner hat hier so ein Symbolchen, ein pfiffiges, so ein Kreuzchen da. Ne? Da klickt er mal drauf. Kreuzchen draufklicken und festhalten. Dann kann man sich einen Bereich aussuchen für die Vorschau. Er gibt schon vor, horizontal und vertikal 5 Pixel weichzeichnen. Ich könnte es stärker stellen. Je schlimmer ich stelle, desto weicher wirkt es, desto verwischender ist es. Aber ich sag mal 4, sag mal 5, war schon ganz okay. Und wir sehen, was dann passiert. Die Haare sind nicht ganz so zackig. Ne? Das ist doch schöner. Gut, schauen wir mal weiter. So, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt bräuchten wir mal ein Basisbild. Ne? Das soll ja ein Teil unseres Gesamtbildes werden. Machen wir mal Datei. Neu. Machen wir mal eine Breite von, was weiß ich, 1650. Habe ich letztens mal ausprobiert. Das kam bei mir auf meinem Bildschirm ganz gut hin. Ihr macht das so, wie es zu eurem Bildschirm am besten passt. Vielleicht eine genormte Auflösung. Und weil mich grün nicht wirklich glücklich macht, nehme vielleicht mal blau oder hellblau oder so. So, diese Farbe kann ich mir natürlich auch kopieren und als Hintergrundfarbe genauso einstellen. Steuerung V und OK sagen. Jetzt habe ich die Vordergrund- und Hintergrundfarbe entsprechend eingestellt und kann jetzt füllen. Mit dieser Farbe hätte ich auch vorher schon machen können. Gut, und jetzt soll das andere Bild, das wir schon hatten, hier oben haben wir 2 Registerkarten, wo wir mal umschalten können. Ja, jetzt soll dieses Bild da rein, sagen wir mal, bearbeiten, kopieren. Jetzt in das blaue Ding rein, bearbeiten, einfügen als neue Ebene.
bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Dann kann ich diese Ebene, die zusätzlich jetzt hier erscheint, mit dem Verschiebesymbol noch verschieben, wohin ich sie hinhaben will. Sehr schön. Wir haben also einen Hintergrund, den kann ich bei Bedarf mit dem Augensymbol, hier unten, ne, das sieht aus wie ein Auge, kann ich das auch ausschalten, die einzelnen Ebenen. Ich kann auch die Reihenfolge der Ebenen mit der Maus verschieben. Ich drücke mal ein Auge zu und schon sehe ich den Hintergrund nicht mehr. Gut, haben wir das schon mal. Jetzt bräuchte ich noch das Ubuntu-Logo. Ja, das hatte ich ja vorher in meinem Bildchen auch mit eingebracht. Das müssen wir auch erstmal aufbereiten. Datei öffnen. Das war dieser Launcher BFB, dieses Ubuntu-Logo. Das habe ich jetzt mal wieder als separate Datei geöffnet. Nun, jetzt ist das Ding aber verdammt klein. Kann man gegebenenfalls mit Bild und Bildeigenschaften sich mal anschauen. 128x128 Pixel. Ist ein bisschen klein, ne? Ja, im Vergleich zu meinem Pferd. So, jetzt mache ich das mal größer. Zwar Bild und zwar Bild skalieren. Ja, Höhe und Breite kann ich hier auch mit den Pfeiltasten, ne, ein bisschen größer machen. Machen wir mal, wir hatten wir vorher, was hatten wir? 1650, ne? 1650. Dass das ungefähr das ganze Ding aufnimmt, 1600, ja, 1650. Genau, könnte ich größer machen, so groß wie ich das haben will. Und dann ist das Ding schon mal wesentlich größer. Nachteil beim wesentlich größer machen, ne? Wie gesagt, ihr könnt ja auch direkt die Zahl eintragen. Aber ich muss ja was erklären. Der Nachteil vom größer machen, skalieren, ist natürlich, man sieht alles deutlich größer und wir werden sehen, was das für einen Nachteil hat. Ja, ne? Jetzt sieht es nämlich zackelig aus, ein bisschen zackelig. Ja, gut. Kümmern wir uns gleich drum. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Ich wollte, dass das so ein bisschen konturenreicher aussieht und Schatten hat. Ne? Ich hasse ja wohl Schatten, sagte ich jetzt. Gut. Farben und jetzt wieder die Kurven kann man wieder ein bisschen verbiegen. Die Farbkurve. Ich wollte nicht, dass es einfach so wie das Standard Ubuntu-Logo aussieht. Und diesmal machen wir das als Beispiel mal so. Da ein bisschen hoch und da ein bisschen runter. So eine Sinuskurve. Ne? Ihr seht, welchen Effekt es hat. Dadurch arbeitet sich hier in dem Bereich so ein bisschen das Schwarz raus. Ne? Also so eine schwarze Kontur, ganz nett. Also immer mal ein bisschen dran zerren, dann seht ihr, was passiert. Das ist doch ganz witzig. Und hier innen drin erscheint auch eine zusätzliche Kontur. Sagen wir mal, gut. So, das sieht schon ganz nett aus. Ne? Sieht schon ganz nett aus. Ein bisschen was anderes als vorher. Ne? Jetzt sieht er ein bisschen zackig aus. Was hatten wir? Den Gausschen Weichzeichner. Ne? Filter. Gausscher Weichzeichner, den haben wir vorher schon. Den kann man auch erneut anzeigen lassen. Wieder auf dieses kleine Symbol in der Ecke, um mir einen Bereich auszuwählen, wo ich sehen will, ja, da ist so einiges los. Ne? Und Radius 5,5 sagen wir diesmal mal ein bisschen härter rangehen an die Geschichte, ja, sagen wir mal 15, gut, bums. So, jetzt sieht er schon wieder weicher aus, sehr schön. Und jetzt machen wir mal was wir bisher noch nicht hatten. Hier sind doch so schöne Dinge, ne? Was ist das denn jetzt? Das sind so Füllmuster und da gibt es zum Beispiel auch hier so ein Marmor-ähnliches Dingenskirchens, marmorähnliches Dingenskirchen. Damit füllen wir jetzt mal einen Teil aus. Gut, ich klicke jetzt mal auf das vierte von oben. Das heißt Marble. Miss Marple. So, und jetzt gehe ich auf Füllen, ne? Dieses Eimerchen-Symbol. Füllen. Dieses Eimerchen-Symbol. Und beim Füllen sage ich jetzt die Füllart. Füllart gehe ich auf Muster und dann sagt er gleich das Marble 2, was ich da unten ausgewählt hatte. So, jetzt brauche ich nur noch dahin klicken, wo ich füllen will. Das war in dem Fall dort und schon habe ich das Ding mit Marmor ausgefüllt. Ist doch nett. Ne? Jetzt sieht alles, dass er, was da weiß war, wurde ausgefüllt mit Marmorstrukturen. Nett. Ein bisschen dunkel noch. Kann man noch anpassen. Farben und die Helligkeit und Kontrast. Die Helligkeit vielleicht noch ein bisschen höher.
und vielleicht mehr oder weniger Kontrast, je nachdem, wie ihr euch das rausarbeiten wollt. Mir gefiel es zum Beispiel so ganz gut. So, jetzt haben wir auch den Launcher als separates Bild schon passend in der richtigen Größe bearbeiten, kopieren. Wir gehen wieder auf die Registerkarte, wo unser Bildchen ist. Ne? Bearbeiten, auch jetzt wieder einfügen als neue Ebene. Dann haben wir schon mal beide Kollegen drin. Gut, wieder auf das Verschiebesymbol, das aussieht wie eine Kreuzung. Jetzt bringen wir die mal so ein bisschen in Reihe. So, das Ubuntu-Logo, und deshalb habe ich so groß skaliert, passt jetzt wunderbar da rein. Jetzt ist nur noch eines. Jetzt ist das Pferd dahinter, das ist blöd, ne? Das ist jetzt doof. Gut, wir sehen hier nochmal oben in der Ecke die Reihenfolge der beiden Symbolchen. So, wir klicken das Pferd an und ziehen das Pferd mal nach oben drüber. Jetzt ist das Pferd oben und das Ubuntu-Logo ist drunter. Und jetzt sieht er schon besser aus. Jetzt kann ich verschieben und das Pferd dahin verschieben, wo ich das gerne hin hätte. Zum Beispiel da. Mit dem Skalierwerkzeug, skalieren heißt das Ding, ne? Sieht aus wie ein Rechteckfenster mit so einem kleinen Pfeil, kann ich die Größe ändern. Ne? Wenn euch das Fenster stört, einfach an die Seite schieben, skalieren, die Größe so anpassen, wie ich das gerne haben will. Ne? Jetzt war das in dem Fall so, ich wollte das irgendwie in einer bestimmten Größe haben. Gut, aufpassen, ne? Aufpassen. Hier zwischen gibt es eine Kette, eine Chain. Und wenn die nicht zusammen ist, dann wird das deformiert. Wollen wir nicht Kette anklicken. Ich gehe nochmal auf Zurücksetzen. So, und jetzt wird es in Höhe und Breite gleichmäßig skaliert. Sagen wir mal, ja, jetzt müssen wir ein bisschen spielen mit den Größeneinstellungen, sagen wir mal, skalieren so. Und jetzt können wir wieder schieben und gucken, wie uns das am besten gefällt. So, was uns dann vielleicht noch auffällt, ist, dass die Spitze vom Einhorn eigentlich schon mal ganz gut zum Ubuntu-Logo passt. Ja? Als ob die dafür gedacht wäre, dazwischen zu pieksen. Aber passt nicht so hundertprozentig. Ne? Ja, nö. Der Winkel ist nicht ganz, ne? Als ob die Spitze vom Einhorn dazwischen will, aber da fehlt so ein Hauch. Ne? Dafür haben wir dann das Werkzeug Drehen. Dort oben drehen, eine Ebene, Auswahl oder Pfad drehen. So, klicken wir mal drauf, klicken wir aufs Pferd, drehen wir das Pferd doch mal so. Gut, den Winkel können wir entweder hier mit dem Schieberegler einstellen oder wir können hier in diesem gekesselten Ding die obere Ecke anfassen und ein bisschen kippen, bis das vom Winkel her passt und sagen rotieren. So, das passt schon besser, würde ich sagen. Das sieht schon ganz gut aus. So können wir das lassen. Was mich dann stört, ich wollte das dem Ubuntu-Logo ein wenig anpassen. Jetzt will ich vom Pferd ein bisschen was wegschneiden. Ne? Den Schwanz brauche ich eigentlich so gar nicht. Nö. Nee, ich will das Lasso. Ne? Lasso, freie Auswahl. Zoome ich ein bisschen ran. Schneide den Schwanz ab. Vorne im armen Pferd, da kann das Pferd ja auch nichts zu. Ja, wenn es halt ein Einhorn ist und wenn es den Hals am Schwanz hat, dann soll es halt so sein, immer die Auswahl schließen, entfernen drücken, ist der Teil vom Schwänzchen, schau mal weg, Schwänzchen in die Höhe. So, immer ruhig ranzoomen, wenn es dann mal ein bisschen eng wird und dann, wenn man ein bisschen Platz hat, wieder rauszoomen. Großzügiger. Gut, und hier unten in dem Bereich wollte ich mich auch so ein bisschen anarbeiten. Weiß ich noch gar nicht so genau. Schneide ich erstmal großzügig weg, wie es so ist. So, und wieder die Auswahl schließen. Und wieder entfernen drücken, ist das Ding auch schon mal weg. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt wollte ich, dass die Rundung entsprechend hier ungefähr ist. Erstmal Auswahl und nix. Ne? Als nächstes muss der Pferdebauch weg. Ne? Schweinebauch ist es nicht, ja, Pferdebauch. Ne, der hängt hier noch so unten rein. Ich will, dass diese Rundung hier vom Ubuntu-Logo übernommen wird. Jetzt blende ich das Pferd mal aus. Jetzt sehe ich diese Rundung.
kann mit dem Lasso, ihr macht das natürlich ein bisschen ordentlicher, mal schnell fangen. Ne? Das Video soll ja nicht ewig dauern, dauert ja sowieso schon viel zu lang. Ne? Ja, ich weiß, das hätte man auch schneller erklären können. Gut, klick. So, und das Pferd wieder eingeblendet. Der Schmierbauch ist dort markiert. Na, ich bin auf der Ebene vom Pferd, drück entfernen und schon ist der Speckbauch weg. Und wir können wieder sagen, Auswahl nix. Wir können auch mit einem anderen Auswahlwerkzeug irgendwo hinklicken. Hier unten habe ich noch so ein Stückchen vergessen. Na, entfernen. Na, ich bin ja auf der Ebene vom Pferd. Deshalb geht ja vom Ubuntu-Logo nix verloren mit dem Verschmierwerkzeug. Na, das ist so ein Stinkefinger da. Verschmieren kann man das Ganze noch so ein bisschen schöner machen. Unser Pferdebauch soll verschmiert werden. Schmierbauch. Machen wir die Größe mal ein bisschen größer vom Verschmier-Dingenskirchens. Dann wird das alles so ein bisschen homogener. Kann man ein bisschen verschmieren. Von da oder von da. Gucken wir mal. Gut, wenn was nicht gelingt, Steuerung Z drücken. Die Größe wieder ändern und wie gesagt, ihr nehmt euch etwas mehr Zeit für eure Experimente. Hier oben hätte das auch noch ein bisschen schöner gekonnt, so dass der Übergang ein bisschen besser ist, wie auch immer. In meinem Originalbild war übrigens der Rand hier schwarz, deshalb sieht man den Übergang fast gar nicht. Ich könnte mir die Mühe machen, nochmal dieses Ubuntu-Logo so einzustellen, dass hier anstelle von grau-schwarz erscheint. Spare ich mir jetzt mal hier in diesem Video, damit es nicht zu lange dauert. Mein Originalbildchen habe ich mehrere Stunden gebraucht. So ungefähr wird es dann werden. Wir haben also das Pferd, das quasi aus dem Ubuntu Circle of Friends herausspringt. Und wie gesagt, mit dem Skalierwerkzeug kann man noch ein bisschen spielen, damit man das noch ein bisschen anpassen kann. Skalieren. So nett. Dann wollte ich noch einen leuchtenden Bereich um die Füße, ne? Weil alles hier um das Ubuntu-Logo so ein bisschen sich hervorsticht. Und deshalb habe ich mir diese Ebene mit Rechtsklick dupliziert. Und schon hatte ich zweimal einen schwarzen Pferdekopf. Gut, den einen davon kann ich jetzt mal wegschieben, damit man das besser sieht. Ich habe jetzt zwei davon. Und den mache ich jetzt einfach mal weiß. Unser Pferd soll weißer werden. So, Farben invertieren, dann wird natürlich aus schwarz-weiß. Gut, wofür ich das brauche, zeige ich euch gleich. Ein bisschen ranzoomen. Jetzt soll dieses Leuchten ein bisschen ja, verschmierter sein. Ne? Wie machen wir das? Filter kennen wir schon. Den Weichzeichner Gaußscher Weichzeichner. Und jetzt gehe ich mal mit dem Kreuzchen dahin, wo ich was sehen will. Klicken, festhalten. Und jetzt will ich das mal so richtig verschmieren. Nehme ich mal ganz großen Wert. Das soll ein Leuchten werden. Steuerung zurück. Und wir verschieben das Ding. Und zwar müssen wir erstmal die weißen Pferdchen hinter schwarze Pferdchen, fast wie beim Schach. So, und dann verschieben wir den weißen Schatten hinter das schwarze Pferd, bis uns das gefällt. Und dann leuchtet das so ein bisschen an den Füßen nett. Ne? Dann blendet es da so ein bisschen über. Ganz nett, fand ich ganz witzig. Könnt ihr jedenfalls noch anpassen. Gut, was uns noch fehlt, ist ein Hintergrund, der ein bisschen schön aussieht. Hintergrund. Da habe ich mir gedacht, wenn wir schon so ein Ubuntu-Logo haben, dann könnte ich ja den Teil gleich irgendwie mitbenutzen. Könnte ich ja probieren. Gut, und zwar will ich mir einen eigenen Bildstempel hier unten machen. Mache ich mit der elliptischen Auswahl. Na, ich suche mir jetzt das hier mal so raus. So, daraus mache ich mir jetzt einen eigenen Stempel. Ne? Ich habe jetzt also die elliptische Auswahl genommen, habe mir einen Bereich markiert und sage dann wieder bearbeiten, kopieren. So, dadurch seht ihr, hat sich hier das Symbol
geändert. Dort ist nämlich jetzt die Zwischenablage zu finden. Zwischenablage zu finden. Gut, sehr schön. Jetzt wollen wir mal gucken, was uns das nützt. Wir zoomen uns mal raus. Wir gehen mal wieder auf Auswahl nichts. Übrigens habe ich unter Ubuntu 14.10 das Problem mit den Menüs. Wenn die im Fenster erscheinen, sind die manchmal nicht erreichbar. Aber ist jetzt egal. Gut. Hintergrund. Wir wollen jetzt nur auf dem Hintergrund arbeiten. Deshalb blende ich die anderen Ebenen mal aus. So. Wir gehen wieder auf unser Füllwerkzeug, ne, unseren Eimer. Und das Muster ist jetzt die Zwischenablage. Sieht man jetzt nicht viel von, ist aber das, was ich da gerade so kopiert habe, das runde Kreischen. Ne? Jetzt fülle ich damit und wollen wir mal sehen, wohin es das bringt. Ah, guck mal da. Ne? Nett, ne? Das war das, was ich mir kopiert habe. Ne? Das, der Teil vom Ubuntu-Logo. Jetzt kann ich die anderen Ebenen mal einblenden. Und das sieht doch schon ganz witzig aus. Gut, was ich noch machen könnte, wäre mir ein weiteres Muster nehmen, das heißt Blue Grid. Ne? Das habe ich nämlich letztens genommen. Blue Grid ist dieses rechteckige Symbol und damit fülle ich dann Teile des Musters, das ich schon habe. Ne? Kann ich ja mal. Einfach mal da reingeklickt und ja, ich mache mir einen Spaß draus, das dann nicht überall zu verwenden, damit das halt so ein bisschen natürlich aussieht. Natur hat auch nicht alles immer überall gleich. So, der Hintergrund ist schon fast fertig. Den machen wir vielleicht noch mal ein bisschen Filter, Weichzeichnen, dann den Gauss noch drüber. Der ist mir jetzt zu hart. Der eben alles hat. Aber so hat auch wieder nicht. So, dann gehen wir mal auf. Sehen wir hier schön in der Vorschau, sagen wir mal. Ja, 14 soll uns mal genügen. Okay, so, dann ist der Hintergrund schon mal ganz nett. Nun gut, die anderen Ebenen wieder einblenden. Wir haben das Ubuntu-Logo. Wir haben das weiße Schattenpferd, das schwarze Schattenpferd. Den Hintergrund gegebenenfalls noch mit den Farben anpassen. Farben, Helligkeit und Kontrast, bis das gut zum Pferd passt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.